Hallöchen und schön, dass ihr reingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery. Und wir haben das letzte Mal versucht, Ben Fliegen beizubringen. Keine Ahnung, wieso dieser Blackscreen dann plötzlich war oder ja, warum auch immer der war. Aber er hat es geschafft. Wir haben 10 Punkte für Hufflepuff eingehamstert. Und ich würde sagen, wir starten erstmal mit diesem netten Unkrautvernichtungstrank bei Snape. Also mal sehen. So, wir sind jetzt hier. Ich würde mal. Na, wir setzen mal nicht so hoch an. Und werden. Oder den? Wir werden das Einfachste erstmal nehmen. Elsa, wie geht es dir? Gut. Wir überprüfen erstmal das Rezept. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Prise und einem Spritzer? Was ich wohl sonst noch damit brauchen könnte? Notizen teilen. Deine Notizen sind so gründlich. Ja. Ich frage mich, wie viele Zutaten in Hogwarts pro Jahr verbraucht werden. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt, ich habe mich darüber noch nicht so ganz rund gemacht oder mich beschäftigt. Aber wir haben auf jeden Fall erstmal den ersten schönen Stern eingehamstert. In Ordnung, Elsa. Ich habe eine Frage an dich. Wer war vor Dumbledore Schulleiter von Hogwarts? Das war Armando Dibbett. Denn Cornelius Fudge war, beziehungsweise ist, quasi theoretisch noch in dieser Zeitebene, wo sich das Spiel befindet, dort der Zaubereiminister. Ich glaube, war der da schon, Zaubereiminister? Auf jeden Fall ist es ein Zaubereiminister gewesen. Im Ministerium für Zauberei. Also, ach Mensch, ihr wisst, was ich meine. Und, keinen Fall kam der als Schulleiter in Frage. Machen Sie Ihre Tränke fertig. Ich dulde keine Faulheit. Gut, das werden wir. Ich habe schon so viele Schritte erledigt. Ja, das ist schön. Dein Trank sieht gut aus. Gut genug für, oh, den Mülleimer. Sehr gut. Oder auch nicht sehr gut. Okay, damit haben wir auch den zweiten Stern erreicht. Das ist schön. Ich bin fast fertig. Jetzt ist es Zeit, beim Trank den letzten Schliff zu geben. Ja, das werden wir, oh Gott. So, Gut, das haben wir hingekriegt. Mal sehen, was Snape dazu sagt. Ja. Sieht ganz ordentlich aus. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal zwei wunderschöne Sterne eingesammelt. Und um den dritten Stern zu sammeln, müssen wir leider wieder an Energie kommen. Das heißt, wir müssen mal wieder warten. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir mit Snape oder eher unserem Charakter den letzten der drei geforderten Sterne freischalten können. Jetzt war wirklich das Wort weg. Naja, egal. Auf jeden Fall starten wir das jetzt. Ich denke schon, dass das reichen dürfte. Im heutigen Unterricht müssen Sie die Zutaten mit Mörser und Störsel zerstoßen. Legen Sie los. Oh, okay. Mörser reinigen. Das haben wir schon mal fertig. Das auch. Wir wundern uns. Wo sind denn alle? Wir sind ganz alleine da. Oh mein Gott. Hilfe. Das ist doch blöd. So, wir nehmen uns genug von den Zutaten und haben einen Stern. Sehr gut.
Alles liegt bereit. Jetzt muss ich die Zutaten richtig zerstoßen. Ja, dann machen wir das doch. Zeichne die Linie von den Zutaten zum Mörtel nach. Okay. So. Das wäre schon mal erledigt. Und ja, unser Charakter sieht ganz zufrieden aus. Bereit machen, Zutaten hinzuzugeben. Geben Sie Ihre Zutaten in Ihre Kessel, ohne etwas zu verspritzen. Okay, das werden wir versuchen. Betonung liegt auf versuchen. Wir grübeln. Ich fühle mich, als hätte ich einen Vergesslichkeitstrank getrunken. Wie ging das nochmal? Ja, das fragen sich vermutlich ab und zu einige Leute. So, ich habe alles, was ich brauche. Das ist schön. Wir bitten Rowan um Hilfe. Und da ist der letzte Stern. Das nenne ich mal eine Punktlandung. Und wieso haben wir gerade nicht die Energie genommen? Naja, egal. Ich muss meine Zutaten in den Kessel geben. Und zwar zum absolut richtigen Zeitpunkt. Oh Gott. Also, dann wollen wir mal. Gut. Das hätten wir schon mal erledigt. So, das kommt auch noch mit hinein. Oh Gott, Hilfe! Er sprüht Funken. Aber Rowan sieht ganz begeistert aus. Und wir auch. Also, das lässt hoffen. Hoffe ich. Okay, das haben wir erledigt. Schön. Damit haben wir den Unkrautvernichtungstrank fertiggestellt. Joa. Beziehungsweise noch nicht ganz. Wir haben die Vorbereitung erst fertiggestellt. Ach Mensch. Stimmt, da war ja was. Ich weiß schon nicht mehr, wie viele Hauspunkte Hufflepuff deinetwegen verloren hat. Kein Wunder, dass dich niemand leiden kann. Oh Mann, Marula, dich mag auch keiner. Hast du keine Angst, dass sich Marula nach eurem Duell rächen wird? Ich hätte jedenfalls Angst. Ja, vermutlich. Und wer hat da noch was zu sagen? Snape ist noch fieser als sonst. Meinst du, er weiß was? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh. Ich möchte mich noch einmal für das Duell auf dem Schulgelände entschuldigen, Professor Snape. Ihre Entschuldigung interessiert mich noch weniger als Sie selbst, Snow. Setzen Sie sich. Oh, na gut. Hast du irgendjemand davon erzählt, worüber Snape und Filch im Korridor gesprochen haben? Naja. Ja, aber das muss Marula nicht wissen. Nein, ich habe niemandem davon erzählt. Du hast einfach kein Talent zum Lügen. Zum Glück wird dir niemand etwas glauben und du wirst mich nicht davon abhalten, in diesen Raum zu gelangen. Warum interessierst du dich für die verwunschenen Verliese? Das geht dich nichts an. Es geht mich etwas an, weil mein Bruder auch nach den verwunschenen Verliesen gesucht hat. Und er hat nichts gefunden, weil du aus einer Familie von Losern kommst. Und jetzt sei still und tu so, als würdest du lernen, bevor Snape hört, dass wir über die Verliese sprechen. Ja, das wäre von Vorteil. Oh je, es kann heiter werden. Wir versuchen es einfach mal zu starten. Heute werden Sie lernen, den Unkrautvernichtungstrank zu brauen. Der Unterricht beginnt. Heute lernen wir, wie man ein wirkungsvolles Unkrautvernichtungsmittel herstellt. Davon darf kein einziger Tropfen ins Gewächshaus gelangen. Sehen Sie genau zu. Ja, wir sehen zu. Das können wir aber noch nicht machen. Ja, wir können erstmal Snape zusehen. Und eine Frage stellen. Und dann müssen wir auch schon erstmal warten. Und das war jetzt ein Satzbau. Egal. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob wir noch etwas richten können. Falls wir etwas richten können überhaupt. Denn ganz ehrlich, ich sehe gerade schwarz. Ich traue mich fast nicht, Snape eine Frage zu stellen. Naja. Dafür ist er Lehrer.
Okay. Den ersten Stern haben wir schon mal. Ich bin für die Energie. Energie ist immer gut. Nur ein Fehler beim Brauen des Unkrautvernichtungstranks könnte bleibende Schäden anrichten. Verlieren Sie nicht Ihre Konzentration. Natürlich nicht, Professor Snape. Okay, dann Ernst? Das hätten wir schon mal geschafft. Oh Gott, Snape guckt. Ja. Für das Zerstoßen von Löwenfischgräten. Im heutigen Unterricht müssen Sie Löwenfischgräten mit Mörser und Stößel mit Mörser und Stößel zu erstoßen. Legen Sie los. Dann werden wir das mal machen. So, wir sammeln hier das Zeug ein, heben das auf, werfen dort einen Blick drauf. Und schon haben wir Sternchen Nummer 2. Alles liegt bereit. Jetzt muss ich die Löwenfischgräten zerstoßen. Ja, dann mal los. Okay. Sieht schon mal gut aus, hoffe ich zumindest. Und Mann, sehen wir vielleicht skeptisch aus. So. Auch das haben wir geschafft. Bereit machen, Flabberwurmschleim hinzuzufügen. Geben Sie Ihre Zutaten hinzu, wie Samen in die Erde, aber ohne die Erde zu berühren. Okay. Versuchen wir doch mal unser Glück. Das macht Spaß. Ja, schon möglich. Oh, gleich haben wir den nächsten Stern. Yay! Der Trank hat sich verfärbt. Ja, okay. Wir hören mal Marula zu. Und das müsste der dritte Stern sein. Ich nehme die Energie. Ich muss meinem Unkrautvernichtungstrank noch Zutaten hinzufügen. Na dann, Elsa. Mach. So. Bams. Und Kavusch. Es blubbert diesmal sogar. Klar. Sie ist wieder hellauf begeistert davon. Röhren vorbereiten. Auch einfache Tätigkeiten wie das Umrühren müssen perfekt ausgeführt werden. Ich werde Ihre diesbezüglichen Versuche beobachten. Okay. Und jetzt ist es soweit. Uns fehlt die Energie. Und ganz ehrlich, diese letzten beiden Sterne können wir, glaube ich, knicken innerhalb der Zeitspanne, die uns noch bleibt. Meine Vermutungen waren goldrichtig gewesen. Den ganzen Spaß müssen wir jetzt nochmal von vorn machen, weil es einfach nicht funktioniert hat in der angegebenen Zeit. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir es diesmal schaffen. Ich werde jetzt bloß nicht alles nochmal vorlesen, damit es einfach schneller geht. Einen Levelaufstieg bei Wissen hatten wir gehabt, was richtig, richtig nice ist. Und ja, wir sollten nicht die Konzentration verlieren. Natürlich nicht. So. Bitte schön, Professor Snape. Naja, ein Lächeln sieht anders aus. Auch gut. So, das hätten wir schon mal gehabt. Dann müssen wir wieder mal diese Löwenfischgräten zerstampfen. Machen wir auch schnell. Im Schnelldurchgang. So, den zweiten Stern haben wir auch gleich gesichert, hoffe ich zumindest. Na? Ja, jetzt theoretisch.
Da ist er auch angeflogen gekommen. Das ist gut. Ja, stimmt. Wir müssen die jetzt bloß noch zerstoßen mit dieser hübschen Linie. So. Das hat schon mal wunderbar geklappt. Patsch, 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 patsch. Rühren, schön. Und fertig ist es. Sehr schön. Okay, Flabberwurmschleim. Okay, Flabberwurmschleim hinzufügen. Gut. Wir brauen den Trank. Das ist auch gut. Und rein theoretisch, wenn wir jetzt Glück haben, können wir noch den dritten Stern erhaschen. Oder auch nicht. Naja, gut. Dann warten wir mal wieder ab, bis wir wieder Energie haben. Mal sehen, ob wir jetzt noch was drehen können. Oh Gott, ich muss erst mal gucken, ob der Sound wieder richtig eingestellt ist. So, ich glaube, so dürfte es gehen. Hoffe ich zumindest. Okay. Zutaten. Das haben wir schon mal gut hingekriegt. Perfekt. Und ich sehe schon, es wird knapp. Also das ist unglaublich schwierig, wenn man nicht 3 Stunden am Stück Zeit hat, auf sein Handy zu gucken, ehrlich gesagt. Okay. Rühren vorbereiten. Auch das haben wir schon mal gemacht. Wir könnten es vielleicht schaffen. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht später. Gut, da ist schon mal Sternchen Nummer 4. Okay, dann rühren wir mal. Zeichne die Spirale nach, um den Zaubertrank in deinem Kessel umzurühren. So. Auch das haben wir gut hingekriegt. Jetzt kommen, glaube ich, gleich wieder die Blubberblasen. Wo sind die Blubberblasen? Na? Na gut. Dann gibt es eben keine Blubberblasen. Auch gut. Beenden des Zaubertranks vorbereiten. Machen Sie Ihre Tränke fertig. Ich dulde keine Faulheit. Ja, das ist mir wohl bekannt. Hey, dann könnten wir das vielleicht doch jetzt noch hinkriegen. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht nachher. Aber wenn es jetzt schon klappt, wäre das natürlich unglaublich nice. Beurteilen. Trinkbrunnen ist anstrengend, ja klar. Hey, das könnte wirklich was werden mit dem letzten Stern. Sehr schön. Ich nehme Wissen. Mein Unkrautvernichtungstrank wird der beste sein. Ich muss ihn nur fertig brauen. Das ist schon, naja. Okay. Ich finde es nur nicht so nett, dass unser Charakter irgendwie so von sich selbst überzeugt ist. Ich meine, okay. Man kann sagen, gut, man strengt sich an, aber ich weiß nicht, das klingt so eingebildet. Wisst ihr, was ich meine? Aber nichtsdestotrotz haben wir diesen Unkrautvernichtungstrank gelernt. Du solltest noch zweimal umrühren. Wie bitte? Oh, naja, ich hätte Marula gerne geholfen, aber. Ich kann nicht. Macht nichts. Vergiss, dass ich was gesagt habe. Als würde ich mir merken, was du so sagst. Sie müssen Ihren Zaubertrank offensichtlich noch zweimal umrühren, Miss Snide. Erstaunlicherweise scheint Snows Zaubertrank ganz passabel zu sein. Ein Punkt für Hufflepuff. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ein Punkt für Hufflepuff. Autsch. Ein Punkt? Naja, besser als nichts. Danke, Professor Snape. Sie können gehen.
Oh Mann. Aber wenigstens haben wir das jetzt gelernt, diesen tollen Unkrautvernichtungstrank. Und ich würde mal meinen, als nächstes steht dann Flipendo auf dem Programm. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Also vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.